Wie heute Morgen schon angekündigt, geht um Daten, geht um Beispiele, geht auch um Takeaways, die ihr mitnehmen könnt. Unabgesprochen sozusagen knüpfen viele von den Sachen, die ich zeigen möchte und erklären möchte, an die Sachen an, die wir heute besprochen haben. Waren viele tolle Vorträge dabei, bin selbst sehr begeistert, habe mir viele Notizen gemacht, hat mich sehr inspiriert. Und wie ihr sozusagen auch uns kennt, wir sind ja sehr neugierig. Das quasi liegt in den Genen von Searchmetrics. Gibt es die Präsi ja schon? Sehr gut. Liegt in den Genen von Searchmetrics, dass wir halt immer wieder Sachen erforschen wollen und einfach mehr wissen wollen. Und das habe ich sozusagen meinem gesamten Vortrag gewidmet. Perfekt. Genau, Titel ist Redundanz, Rank Brain und Content Relevanz. Das Teil 2 könnt ihr euch einfach mal wegdenken. Ich glaube, zu Searchmetrics müssen wir nicht mehr viel sagen, vielleicht nur so viel. Wir investieren schon wahnsinnig viele, viele Jahre halt alles rein in dieses Research, in SEO und sind sozusagen halt sehr stolz darauf, dass wir das auch erfolgreich geschafft haben, gewachsen sind und es mittlerweile in vielen Standorten weltweit anbieten können. Wer mich nicht kennt, ich habe Searchmetrics mal gegründet vor vielen Jahren, bin aber eigentlich der passionierte Produktmensch. Ihr könnt mich also ansprechen über unsere Technik, über unsere Produkte und ich bin da gerne bereit, euch Rede und Antwort zu stehen. Für alle, die es nicht wissen, unsere Secret Source ist unsere Software, aber das sollte eigentlich klar sein. Genau, was mein Thema? Der eine oder andere hat diese Folie vielleicht schon gesehen, ich habe auch viel neu gemacht und ich bin ja großer Star Wars Fan. Und jetzt läuft der Star Wars endlich wieder. Deswegen ist mein Thema The Content Awakens. Und wie es sich für Star Wars gehört, gibt es sozusagen einen Trailer. Ich habe nur leider keine Musik. Die wäre wahrscheinlich auch geschützt. Hätte ich ein Problem mit Disney bekommen. Ist echter Text, also ist kein Lorem Ipsum Dolor. Ihr dürft gerne lesen. Und vielleicht quasi während ihr lest, ein paar Worte von mir. Also wir glauben ja daran, dass die Suche an sich, also Search, Google an sich, im Prinzip schon immer der Zeit weit voraus ist. Dass Suchmaschinen wie Google in der Lage sind, so stark zu antizipieren, dass wenn man das ganze reverse-engineertes Wissen und das Ganze ins Produkt einfließen lässt, so viel bessere Produkte, so viel bessere Usability und User Experience hinbekommt, dass man am Ende in allen Kanälen deutlich besser wird. Also ich, klar, ich bin natürlich irgendwie da sehr geprägt durch unsere Arbeit, sehr subjektiv, aber ich glaube einfach, ich glaube, das hat Moritz vorhin ja auch gesagt, ne, wenn man als SEO seinen Job wirklich ernst nimmt, dann strahlt man sozusagen auf die komplette Marke ab, auf das Produkt ab und das strahlt sozusagen wiederum auf alle Kanäle ab. Na, fangen wir mal an, ich habe ganz viele interessante Stories mit dabei, fangen wir mal an mit dem Aufstieg der Redundanz. Was heißt Redundanz? Ne, Redundanz bedeutet, ich habe heute Morgen schon ein paar Beispiele gehabt, ich wiederhole es jetzt mal, es ist eine stetig wachsende Anzahl an Webseiten zu dem gleichen Thema oder zu ähnlichen Themen und es bedeutet, es führt zu einem Überangebot im Internet und für uns als diejenigen, die das Angebot versuchen zu gut zu positionieren, wird es am Ende immer schwieriger in dieser Online-Landschaft Sichtbarkeit zu generieren. Ich habe jetzt mal wieder diese Beispiele. Ich habe jetzt sozusagen hier Samsung Galaxy S6 Edge und Preis. Das wird morgen ja schon gezeigt, aber ich kann das sozusagen nicht oft genug sagen. In dem Moment, wo ich das Ganze suche und hier 2,7 Millionen Ergebnisse habe, ihr wisst selbst, wie viel Ergebnisse davon am Ende wirklich realistisch Traffic bekommen. Und das müsst ihr mal sozusagen verinnerlichen und das Ganze für euch machen. Wie viel Angebot eigentlich da ist und wo ihr steht, dann versteht ihr einfach, wohin die Reise gehen muss. Auch wir denken drüber nach. Unser Ansatz bisher war ja, dass wir jedes Jahr mehrmals, also im Frühjahr und im Herbst, versucht haben zu verstehen, welche Faktoren sind eigentlich heute noch oder heute aktuell maßgebliche Grundlage, um gutes Ranking zu erzielen. Und aus diesem Grund haben wir unsere Ranking-Faktoren
zweimal im Jahr veröffentlicht, im Frühjahr, sag mal, ganz klassisch für Desktop, im Herbst eher für Mobile, haben auch angeguckt, welche Unterschiede gibt es. Und das ist eine Studie sozusagen, die ihr kennt. Wir haben zehntausende Downloads, hunderttausende Leser weltweit. Ihr könnt euch gar nicht glauben, auf wie vielen Konferenzen unsere Folien verwendet werden. Und das war aber unser Ansatz bislang. Ja, was waren die Ranking-Faktoren oder was sind sie immer noch? Wir haben Daten genommen aus unserem großen Datenkopf der Research Cloud, haben das Ganze mit den Top 10.000 Suchbegriffen gemacht, ohne Brand, haben uns angeguckt, wie korrelieren diese ganzen Keyword-Rankings gegen hunderte Faktoren. Und am Ende waren es irgendwie 60 Millionen Datenpunkte, die wir analysiert haben, und herauskamen Studien, die halt so aussahen. Ah, die Wortanzahl, die durchschnittliche Anzahl der Wörter korreliert gegen Rankings so. Hatten wir ja heute bei eurem beim Springlane-Vortrag auch gesehen. Es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wenn man mehr Content hat, wahrscheinlich auch mehr Besucher anzieht. Das war sozusagen auch unser Wunsch, das Ganze herauszuholen. Ne, was unterscheidet Top-URLs von URLs, die weiter hinten ranken? Welche Durchschnittswerte gibt es? Was sind Korrelationen? Das heißt, welche Unterschiede gibt es zwischen Seiten, die erfolgreich sind und Seiten, die nicht erfolgreich sind? Und welche Trends sozusagen gibt es? Aber auch mit 60 Millionen Datenpunkten können wir nicht alles erklären. Ihr kennt ja diesen typischen Spruch von SEOs. Wie heißt der? Philipp lacht. Du weißt gar nicht genau, was ich meine. Kommt drauf an. So dieser Spruch, ne? Also immer, wenn jemand eine Frage stellt, ja, wieso ist denn das so und so, dann ist die typische Antwort von einem SEO, kommt drauf an. Ne? Deswegen kommen wir ja immer durch. Ja? Deswegen kann man uns nie festnageln. Ist nicht wie in der Mathematik. Ja? 1 + 1 = 2. Und das ist sozusagen eine Sache, die uns jetzt wirklich dazu geführt hat, mal das Ganze grundlegend zu überdenken. Einer der Gründe, warum wir es auch gemacht haben, ist einfach auch dieses Excitement, was wir haben hier mit AlphaGo, was Google gemacht hat mit dem Go-Programm, dass wir auch selber versucht haben, Sachen zu reverse-engineeren. Ich will hier nicht mit technischen Krams sozusagen nerven, aber wir haben ein Data Science-Team, wo unser Data Scientist, der spezialisiert ist im Bereich Deep Learning, der hat eine Data Science Competition gewonnen, war vor 2 Wochen in San Francisco, hat einen Preis bekommen, weil er weltweit quasi innerhalb von einem Jahr das Problem sozusagen als Bester lösen konnte, war gesponsert von Google, und er hat sich sozusagen diesem Problem angenommen und hat versucht sozusagen auch RankBrain und viele Faktoren zu reverse engineeren und ist weggegangen von diesen typischen traditionellen Faktoren. Deswegen gibt es hier sozusagen 3 Probleme, die ich euch jetzt mal erklären möchte. Problem Nummer 1. Wir haben herausgefunden, und ich denke mal, das kann jeder relativ schnell nachvollziehen für sich, dass es in jeder Branche für jedes Thema, für jede Ausprägung sozusagen an verschiedenen Suchen unterschiedliche Ranking-Faktoren gibt. Und ich will euch ein paar Beispiele zeigen. Ich habe bewusst hier 3 verschiedene Industrie genommen, also 3 sehr unterschiedliche Industrie genommen, um wirklich komplette Abgrenzung zu vermeiden, komplette Abgrenzung hinzubekommen, Überlappung zu vermeiden. Ne, also E-Commerce, Finanzen, Gesundheit, und der Grund auch, warum Finanzen und Gesundheit dabei ist, jeder, der von euch mal die geleakten Google Webmaster Guidelines gelesen hat, also die Search Quality Rater Guidelines, der weiß, dass Finanzen und Gesundheit von Google nochmal gesondert behandelt wird. Und E-Commerce ist halt extrem kompetitiv, niedrige Margen, viel Traffic, sehr Paid-Search-lastig, wollten wir einfach wissen, wie sieht es da aus. Fangen wir mal an bei so einem Thema wie Wortanzahl. Ich habe jetzt hier ein Beispiel, Natural Detox. Ne, hier sehe ich jetzt sozusagen eine Seite auf Platz 1 ranken und eine andere Seite auf Platz 14. Und wenn man sich beide Seiten mal anguckt, dann stellt man Folgendes fest. Das hier sozusagen die Seite auf Platz 1 rankt zum Thema Natural Detox, hat ein typisches Stockfoto ganz oben, hat dann aber strukturierte Inhalte, hat Aufzählungen drin, das Ganze sieht relativ gut aus, also fühlt sich gut an, hat fast 4000 Wörter, also sehr, sehr langer Content, hat strukturierte Inhalte, hat hohes User Engagement, heißt auch wahnsinnig viele Social Shares, haben wir heute gelernt, ist im Food-Bereich zum Beispiel extrem wichtig. Guckt man sich sozusagen jetzt Platz Nummer 14 an, das ist hier nämlich PopSugar. PopSugar hat hier nämlich nur eine Bildergalerie, darunter ein bisschen Text, rankt nur auf Platz 11, hat
natürlich dadurch viel weniger Wörter, hat aber auch ein niedrigeres User-Engagement, rankt nicht so gut. Müssen wir jetzt mal festhalten. Jetzt könnte man sagen, vom Ranking-Faktor mehr Text, besseres Ranking. Ja, könnte man jetzt denken. Stimmt aber nicht. Generell, als Pauschalisierung. Denn was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben uns statt 10.000 allgemeine Wörter, haben wir jetzt gesagt, wir isolieren 10.000 Wörter nur für eine Branche, Suchbegriffe, und messen darauf die Korrelation. Und sehen oder auswerten kann man die Grafik jetzt folgendermaßen, indem man auf der X-Achse hier die Position nimmt, von Google Position 1 bis Position 30, auf der Y-Achse die Anzahl. Man sieht also hier, dass die durchschnittliche Anzahl auf Position 3 im Bereich E-Commerce so 3.400 Wörter ist. Macht total Sinn in meinen Augen, weil wenn ich irgendwie so eine Kategorie habe, wie vielleicht irgendwie Digitalkameras, da gibt es wahnsinnig viel Text, viele Erklärungen zu dem ganzen Thema. Und wenn ich das Ganze jetzt im Bereich Finanzen sehe, ist hier irgendwie auf Position 3 die durchschnittliche Anzahl vielleicht so 1.600 Wörter. Also ist ein signifikanter Unterschied. Was ich auch feststellen kann, dass jetzt hier für das Thema E-Commerce ist grün und Gesundheit ist blau, gibt es eine positive Korrelation. Die Korrelationen sind hier übrigens hier unten. Umso höher die Korrelation, umso höher oder umso häufiger gibt es sozusagen erfolgreichere Seiten, die mehr Text haben, hier in diesem Fall, statt Seiten, die weiter hinten ranken auf Google, die weniger Text haben. Und das ist interessant, weil das heißt für mich, ich brauche gar nicht mit allgemeinen Werten herkommen und sagen, ja, die allgemeine Anzahl an Wörtern ist irgendwie 2000 Wörter und jetzt bin ich irgendwie im Bereich E-Commerce oder ich bin im Bereich Finanzen oder ich bin im Bereich Food und benchmarke mich dagegen. Das heißt also, eigentlich muss ich branchenspezifisch denken. Ne, und wenn ich irgendwie mehrere Angebote habe, ich bin ja zum Beispiel vielleicht eBay und ich habe sozusagen irgendwie Autos und Fashion-Sachen und typische E-Commerce-Sachen, dann muss ich eigentlich umdenken. Ich kann das nicht verallgemeinern. Gehen wir weiter. Klassische, traditionelle Ranking-Faktoren ist das Keyword im Titel. Haben uns auch angeguckt. Und da sieht man sozusagen erstaunliche Sachen. Weil was ich sehen kann, ist sozusagen nicht nur, dass die Menge, das heißt, wie oft finde ich das Keyword, und ich meine nicht nur exaktes Keyword, sondern wir haben auch sozusagen Wortgruppen gebildet und das Ganze gestemmt, sehe ich zum Beispiel hier im Bereich Finanzen, das ist hier die orangefarbene Linie, dass für alle Keywords, die wir gemessen haben, gerade mal auf 10% aller Ergebnisse das Keyword vorkam, im Title Tag. Das heißt für mich, dass für die Suchmaschine an sich das gar nicht so wichtig ist, dass jemand eine perfekt optimierte Seite hat oder vielleicht sind alle Seiten im Finance-Bereich nicht optimiert und Google muss irgendwie besser raten. Was man definitiv sehen kann, ist, dass im Bereich E-Commerce und Gesundheit das Keyword im Titel viel häufiger benutzt wird. Was man aber auch sehen kann ist, hier sieht man das Ganze im Bereich E-Commerce und im Bereich Gesundheit auch, da geht die Linie im Prinzip eigentlich von links unten leicht nach oben. Das heißt, es gibt eine negative Korrelation, eine leicht negative Korrelation. Ich sehe also, dass das Keyword im Titel vielleicht gar nicht so wichtig ist. Ich sehe auch, dass Seiten, die erfolgreicher sind, das Keyword gar nicht so oft im Titel haben. Was ich auch sehe, ist, dass es einen enormen Gap gibt sozusagen zwischen Finance und allen anderen Branchen. Und es hat bestimmte Gründe. Und da will ich noch hinkommen. Und einer dieser Gründe ist nämlich sowas wie RankBrain. Da habe ich mal ein tolles Beispiel. Wenn ihr bei Google die Frage stellt, Movie where they make fun of Star Wars, ihr könnt das Ganze mit ganz vielen anderen Sachen probieren, ihr könnt auch fragen, who is the CTO of Searchmetrics, und Google wird sagen, Markus Tober. Und was ihr jetzt hier seht, ne? Movie where they make fun of Star Wars, das erste Ergebnis ist Spaceballs. Ist keine Answerbox. Ist nicht das, sozusagen das Klassische, was ihr sonst so kennt. Ne? So, wie ist das Wetter in Berlin? So und so viel Grad. Oder wie hoch ist der Eiffelturm? So und so viel Meter. Das ist ja wirklich ein klassisches, organisches Ergebnis. Trotzdem kommt auf der Seite nirgendwo vor, Movie where they make fun of Star Wars. Da steht nicht mal Star Wars. Also doch hier, okay. Aber ist nicht mal von Google fett gehighlightet. Oder? Ich meine,
Das ist schon ziemlich cool. Und das ist sozusagen eine neue Denkweise, die wir an den Tag legen müssen. Deswegen haben wir auch gedacht, wir wollen gar nicht diese klassischen Ranking-Faktoren weiterverfolgen. Wir wollen das Ganze diversifizieren. Wir sind viel interessierter, wie das in einzelnen Branchen abläuft, zu einzelnen Themen abläuft und, da komme ich später noch zu, auf einzelnen unterschiedlichen Geräten abläuft. Bei Mobile ist schon wieder ganz anders als Desktop. Und da sind wir sozusagen super neugierig. Und ein anderes Beispiel, geht es um andere klassische Ranking-Faktoren, nämlich diesmal Backlinks und unterschiedlichen Domains, so Referring oder RefHop und Keyword im Title. Habe ich jetzt hier ein Keyword, was einen extrem hohen CPC hat, super kompetitiv in den USA, Fast Cash Credit Card. Und da habe ich hier auf der linken Seite ein Ergebnis, es hat nur 5600 Backlinks und das Keyword nicht im Titel. Die Seite selber, ne, hat hier What is the Cash Advance, obwohl das Keyword ganz anders ist. Trotzdem rankt die Seite hier auf Platz 6. In meinen Augen sieht die Seite typisch aus wie so eine Made-for-AdSense-Seite, rankt aber deutlich besser als die Seite hier, die auch wie eine Made-for-AdSense-Seite aussieht, die aber 10-mal mehr Links hat, hat das Keyword im Titel. Und die Frage ist sozusagen jetzt, warum kann ich das nicht erklären, dass traditionelle Ranking-Faktoren hier eine Rolle spielen? Das ist jetzt wieder dieser typische SEO-Satz, kommt drauf an. Klar, jetzt könnte man zig Analysen machen, aber ich sage euch mal was ich heute Morgen gelesen habe. Heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen über ein neues Google-Patent. Das Google-Patent, was Google gerade angemeldet hat, beschreibt, wie Google auf einem Telefon, jedes Telefon hat ja vorne eine Kamera, kennt ihr ja, ne? Die Selfie-Kamera. Und Google hat ein Patent angemeldet, dass Google sozusagen in dem Moment, wo ihr die Suchergebnisse euch anguckt, eure Mimik und Gestik analysiert und analysiert, wo ihr hinguckt, wie euer Gesichtsausdruck ist, ob ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid oder nicht. Also Google versucht schon zu analysieren, bevor ihr klickt, ob Google eine richtige Entscheidung getroffen hat oder nicht. Da geht es also gar nicht mehr um die Click-Through-Rate, das fängt schon viel früher an. Und das ist interessant, weil in dem Moment sind nämlich die klassischen Ranking-Faktoren irrelevant, weil die Seite kann halt nach der typischen Checkliste perfekt sein, ihr rankt trotzdem nicht, weil irgendwas ist, was sozusagen für den Nutzer in dem Moment überhaupt nicht passt. Und deswegen habe ich noch ein paar mehr Beispiele. Aber kommen wir noch zu einem anderen Problem. Gerade wenn man so Analysen macht und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gerade so ein Hobby irgendwie, dass Firmen diese typischen Ranking-Faktoren-Analysen machen. Und was viele im Prinzip falsch machen, eigentlich alle, außer wir. Oh Gott, das hab ich nicht gesagt. Das habe ich nur gedacht. Viele denken nicht über sowas nach wie Bias, ne? Also quasi Datenverwässerung. Und was wir zum Beispiel machen, ist, wenn wir so Analysen machen, ist, wir rechnen Daten raus. Wenn wir irgendwie Daten sehen, wir denken immer darüber nach, was heißt es, was bedeutet es. Und ein Thema, und das verfolgen wir schon seit Jahren, ist, in jeder Ranking-Faktoren-Studie rechnen wir immer Wikipedia raus. Was die ganzen anderen Kollegen, die Ranking-Faktoren-Studien machen, nicht machen. Die nehmen halt einfach alles so, wie es ist. Aber wir glauben, dass Wikipedia selbst ein Ranking-Faktor ist. Und wenn du nicht Wikipedia bist, kannst du den Faktor nie erfüllen. Und warum wir das glauben, kann ich mal zeigen. Wenn man sich so typische Analysen anguckt, wie zum Beispiel die durchschnittliche Wortanzahl, die Korrelation ohne Wikipedia, dann sieht man für 2015er Daten, sieht man das. Den Huckel kann ich hier schnell erklären. Das war nämlich im letzten Jahr noch, waren es die In-Depth-Artikel-Integration am Ende von Google.com. Das waren ja in der Regel eher Publisher-Seiten, die hat Google jetzt größtenteils rausgenommen. Das heißt, die Daten sehen jetzt wieder anders aus. Aber interessant ist, wenn ich jetzt Wikipedia einfach dazu nehme. Gleicher Datensatz mit Wikipedia. Wow, meine Güte. Also die Korrelation für die Anzahl der Wörter im Text ist auf einmal mega positiv geworden. So sah es vorher aus. So sieht es mit Wikipedia aus. Ganz anders, ne? Hier sieht man 44% Wachstum, 65% Wachstum. Mobile. Typisches Beispiel, ich habe jetzt mal hier Johann Wolfgang von Goethe genommen, eine tolle Seite über alle möglichen Sachen von Johann Wolfgang von Goethe. Und die Seite selber auf Wikipedia hat 27.800 Wörter.
während die durchschnittliche Anzahl aller anderen Seiten ohne Wikipedia nur 4532 Wörter ist. Würde ich Wikipedia also reinrechnen, hätte ich eine extreme Verwässerung sozusagen meiner Analyse. Und das ist sozusagen ein Punkt, der wichtig ist. Und ich habe ja gesagt, Wikipedia ist ein Ranking-Faktor. Gucken wir uns das mal an. Man sieht hier sozusagen die Korrelation, ist man Wikipedia oder nicht, ist 0,25, ist eine extrem hohe positive Korrelation, ist auch signifikant, weil zu mehr als jedem zweiten Suchergebnis gibt es einfach mal Wikipedia. Ihr habt jetzt zwar hier auf der Y-Achse, hier ist jetzt hier 35%, aber oft rankt nicht nur ein Wikipedia-Ergebnis, sondern zwei oder drei. Deswegen ist die Menge, die Summe, ist über 50%. Und hier sieht man sozusagen, dass auf 29% aller Suchbegriffe, die wir jetzt in der Analyse drin hatten, Wikipedia vorkommt. Und deswegen denken wir einfach, dass Wikipedia ein Ranking-Faktor ist, weil Google sagt, okay, Platz 1 ist eher für ein Brand, wenn wir nicht genau wissen, ob der Brand halt relevant ist oder wenn wir nicht genau wissen, wer überhaupt relevant ist, dann packen wir Wikipedia dahin. Ansonsten Position 2 hat Wikipedia so gut wie abonniert. Das kennt ihr, oder? Ich meine, so diese typischen Sachen. Ganz oft, ihr sucht nach Sachen wie, sucht mal auf eurem Telefon nach Dating. Da rankt Wikipedia irgendwie auch auf Platz 2. Fragt mich, warum? Echt jetzt, also Dating ist in meinen Augen eine Sache, wo es um einen klaren Call to Action geht. Also das, was ich jetzt denken würde. Warum da Wikipedia ranken muss, ist mir unklar. Aber ich glaube einfach, dass Wikipedia ein Ranking-Faktor ist. Das haben wir halt versucht damit zu belegen. Fast Facts über Wikipedia, können wir schnell drüber gehen. In 25 von 27 Ländern hat Wikipedia und der Research Cloud die höchste SEO-Visibility, darunter auch in Deutschland. Da sieht man einfach, dass Wikipedia unglaublich stark ist und bei jedem vierten Keyword, mindestens jedem vierten Keyword, zeigt Google Wikipedia-Ergebnisse an. Und das bezieht sich nur auf alle Keywords, die wir in der Research Cloud haben. Auf alle. Das ist ziemlich krass. Kommen wir zum nächsten Problem. Ist mein Content überhaupt relevant? Ich habe bisher schon versucht, ein bisschen darzustellen. Wir glauben einfach, dass diese typischen traditionellen Ranking-Faktoren, die man so durchgehen kann, ist mein Keyword im Text, ist mein Keyword im Titel, habe ich Backlinks, habe ich viel geschrieben, dass man das gar nicht mehr so betrachten kann. Ich will nicht sagen, dass diese Ranking-Faktoren dann nicht mehr gelten, sondern ich will sagen, dass die Gewichtung sozusagen je nach Thema einfach unterschiedlich ist. Ja, und das ist sozusagen eine Sache, die wichtig ist. Ich will hier nicht herkommen und sagen, Backlinks sind nicht mehr wichtig, Keywords sind nicht mehr wichtig, H1 sind nicht mehr wichtig. Darum geht es gar nicht, sondern je nach Branche, je nach Thema, je nach Intention gibt es einfach sozusagen andere Faktoren. Da habe ich gleich noch zwei richtig tolle Beispiele dazu. Und warum das so ist, RankBrain, das Google-Imperium schlägt zurück, ist im Prinzip relativ klar. Ihr erinnert euch sicherlich an meinen Vortrag von heute Morgen, da habe ich ein bisschen über AlphaGo gesprochen und Geoffrey Hinton und Google Brain. Und was wir sozusagen als Short Summary sagen können, ich meine, das weiß hoffentlich jeder von euch, RankBrain ist Teil des Google-Algorithmus. Google selber wurde gezwungen zu bestätigen, dass RankBrain quasi existiert und hat auch, sag mal, oberflächlich darüber berichtet, was es ist. Herausgefunden hat es letztes Jahr im Oktober Bloomberg, die Wirtschaftszeitung oder der Wirtschaftsfirma. Und das haben dann Google-Ingenieure bestätigt, aber sie haben sich sehr oberflächlich darüber nur artikuliert, was RankBrain sein könnte, dass es auf Machine Learning beruht, dass es der drittwichtigste Ranking-Faktor ist, aber nicht bei jedem Query sozusagen benutzt wird. Ist auch wichtig zu sagen, nicht bei jedem Suchquery wird RankBrain überhaupt ausgeführt. Ich erkläre auch gleich mal nachher, was es bedeutet, warum das so ist. RankBrain hat Google auch bestätigt, misst, wie relevant der Content ist, bezogen auf den Suchquery. Habe ich auch gleich ein Beispiel zu. Und auch bestätigt ist, dass Machine Learning Basis für RankBrain ist. Und was auch noch gemacht wird, es wird versucht, auszudrücken, wie die Beziehung zwischen der User Intention ist und dem Inhalt. Also suche ich nach Baufinanzierung, brauche ich eine Seite, die mir die Informationen liefert, um eine Aktion zu triggern für eine Baufinanzierung. Da hilft mir vielleicht nicht aus, einfach sparkasse.de zu finden. Ja. Okay, Content-Relevanz. Jetzt habe ich mehrere Beispiele. Manche Beispiele, da sagt ihr vielleicht, ja, ist ja klar, aber man muss sozusagen, ich bringe das Ganze ja auch so ein bisschen um, damit man ein bisschen drüber nachdenkt.
Wenn ihr nach Mortgage sucht, Mortgage, wer von euch hat The Big Short geguckt, den Film? Einer nur? Zwei, drei? Wie fandst du den Film? War ziemlich cool, oder? Da ging es um Mortgages, eigentlich ein ziemlich blödes Thema. Aber ich kann jedem von euch empfehlen, mal den Film zu sehen, The Big Short. Da geht es um die Finanzkrise 2007, wo quasi am Ende Lehman Brothers als große Bank gestürzt ist. Und Mortgages ist ein großes Thema in den USA. Geht ja sozusagen nicht nur um eine Finanzierung für ein Haus, sondern in den USA ist ja noch viel cooler. In dem Film The Big Short ist ein geiler Fall, das ist eine Stripperin, die hat 5 Häuser, ja, hat noch nie irgendwie für irgendein Haus gezahlt, hat im Prinzip, weil ja der Wert von einem Haus immer gestiegen ist, quasi wieder eine Hypothek aufgenommen, um das nächste Haus zu finanzieren. Aber guckt euch den Film an, aber großes Thema in den USA, deswegen habe ich das mal genommen. Wenn man nach Mortgage sucht, findet man auf Position 2 eine Seite Bankrate, bankrate.com. Wenn man sich die Seite mal anguckt, die haben oben einen Rechner, die haben in der Mitte sozusagen einen Vergleich eingebaut, die haben dazwischen viele relevante Informationen, was bedeutet das überhaupt, Mortgages, was, also im Prinzip wirklich informational Content, und haben am Ende sozusagen nochmal eine Hilfe angeboten. Wenn man sich jetzt mal Bankrate anguckt an sich, dann ranken die nicht nur zu Mortgage auf Platz 2, sondern die ranken für 3248 andere Suchbegriffe in dem Thema. Die ranken sogar für den Begriff Calculator hier auf Position 10. Absurd, niemand will für Calculator ranken, außer, keine Ahnung, wer auch immer dafür ranken sollte. Ich glaube, Google rankt eh auf 1, weil du kannst dann gleich rumtippen und eine Runde ein paar Sachen berechnen. Fakt ist aber, die haben unglaublich viel Suchvolumen, was sie reinziehen, und diese eine Seite macht sozusagen so viel aus, dass jede Position mehr oder weniger bei denen sozusagen einfach einen riesen Impact auf das Business hätte. Guckt man sich jetzt mal eine andere Seite an, die auf Position 10 rankt, das ist die US Bank. Das ist eine echte Bank, während Bankrate im Prinzip eine Vergleichsseite ist. Die US Bank als Bank bietet im Prinzip hier nur an Conversion Element. Nämlich über dem Fold gibt es ein richtig schönes Bild von einer Familie hier, die total glücklich sind. Call to Action, hier der Button, ja. Pre-Qualify, super einladend. Pre-Qualify, haben keinen Rechner drauf, keinen Vergleich, haben nicht mal relevante Infos, die haben nur eine Hilfe sozusagen. Keine Ahnung, welche Conversion Optimization Firma mit denen arbeitet, aber offensichtlich haben die da die User-Intention nicht ganz verstanden. Wenn man sich denn gleichzeitig nochmal anguckt, was Bankrate für einen Aufwand betreibt und jetzt mal hier über die Wayback Machine sich mal anguckt, wie die Seite früher aussah, dann sieht man, dass die tatsächlich ständig ihre Seite ändern. Aber so hingehend ändern, dass, weil sich die User-Intention ja quasi auch im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Das heißt, dass wenn ich die User-Intention nicht verstehe, wenn ich mein Content dementsprechend nicht matchen kann zur User-Intention, kann ich, egal ob ich ein Brand bin oder kein Brand bin, ich kann es oft einfach nicht schaffen, gefunden zu werden. Wenn der User natürlich nur nach dem Brandnamen sucht, wie bei Garmin das ja der Fall war, dann schafft es auch Google in Deutschland, die US-Seite zu finden und anzuzeigen, aber das war es dann auch schon. Und deswegen habe ich sozusagen das Ganze genommen, ne, ist tatsächlich so, also auch mit diesem Google-Patent, ich will es nochmal sagen, ihr könnt mir glauben, die Relevanz von Content, die User-Intention, es existiert. Es ist real. Weil es ja oft sozusagen, wenn man so auf Konferenzen geht, ich war vor 2 Monaten war ich in Amsterdam auf einer Konferenz, wo irgendwie 3 von 8 Sessions an dem Tag über Linkbuilding waren. Aber da ging es nicht um Content Marketing Linkbuilding, da ging es um Linkbuilding. Also so richtig skalierbare Linkbuilding-Modelle, sogar mit Modellen, wo man vorher berechnet, wie viele Links man aufbauen muss und wie viel mehr Traffic man bekommt. Total abgefahren. Und ich glaube einfach, dass wenn man sozusagen nicht an den Nutzer glaubt und einfach nur diese alten SEO-Taktiken verfolgt und das Ganze sozusagen über ausgefeilte Software und Daten miteinander verbindet, dann kann man langfristig sowieso nicht mehr erfolgreich sein. Da glaube ich einfach nicht dran. Und ich kenne wirklich, ich will hier niemanden sozusagen persönlich ansprechen, aber ich kenne wahnsinnig viele Firmen und Teams, die trotzdem ihre alten Methoden verfolgen. Und wir können das sehen
deren Visibility geht wirklich kontinuierlich runter. Und während andere, die innovativ sind, die viel machen, hier wie bei euch bei Springlane, das geht einfach sozusagen, wenn man es richtig macht, ich will nicht sagen nur bergauf, es ist viel Schweiß dahinter, aber wenn man viel Trial and Error macht und sich weiterentwickeln will, dann kann man es schaffen, weil am Ende ist sozusagen Search mittlerweile vielleicht so kompliziert wie ein Flugzeug zu fliegen. Vielleicht sogar komplizierter. Und das Ganze wird dennoch komplizierter, wenn man sich Folgendes überlegt, dass es jetzt sogar noch unterschiedliche Geräte gibt, die auf einmal unterschiedlich behandelt werden. Ne, wenn ich jetzt, ich habe jetzt mal Dating genommen, das Ganze auf dem Desktop ausführe, habe ich fast super klassisch hier irgendwie 10 Blue Links mit ein bisschen Ads und ein bisschen hier den Google Knowledge Graph integriert. Wenn ich das Ganze auf einem mobilen Gerät mache, nach Dating suche, ist jetzt hier mal auf dem iPad, dann sieht es auf einmal ganz bunt aus. Ne, ich habe jetzt hier irgendwie auch 4 Ads, aber ich habe 6 Apps, habe nur noch 2 Organic Results und davon ist 1 Wikipedia. Also eigentlich nur ein Organic Result. Wenn ich das weiß, muss ich auf einmal ganz anders vorgehen. Ich kann mir selber nichts vormachen. Ich muss gucken, was die Intention der unterschiedlichen Nutzer ist und wo die suchen. Wenn man sich dennoch anguckt, und ich habe keine mobilfreundliche Seite, es war jetzt hier letztes Jahr im April vor dem mobilen Update bei Google, Google Mobile Get-On. Mittlerweile sind es 80% der Top 100 Seiten, die mobile-friendly sind. Das sozusagen muss man berücksichtigen. Wenn ihr für einen Konzern arbeitet oder eine Agentur seid, die für einen Konzern arbeitet und da gibt es immer wieder die Ausreden, ja, responsive können wir nicht und geht nicht und so weiter und ihr stellt fest, dass die Intention der Nutzer aber sehr stark mobil getrieben ist, dann könnt ihr sozusagen hingehen und sagen, guckt mal hier, wir können den Nutzer gar nicht mehr erreichen, weil. Aber auch hier ist das Ganze wieder so, wir haben uns auch hier wieder die unterschiedlichen Branchen angeguckt. Hier sieht man beispielsweise auch Unterschiede zwischen Finance, sind 77% der Seiten nur responsive. Im Bereich Gesundheit waren bei allem, was wir gemessen haben, 84 responsive, auch das wieder unterschiedlich. Wenn man sich dennoch anguckt, wie zum Beispiel bei Dating das Ganze aussieht, jetzt hier zu dem Keyword MP3-Download, da sieht das Mobile-Ergebnis so aus. Da sind jetzt 6 Apps above the fold, da sieht man ja gar kein organisches Ergebnis mehr. Das muss man sich sozusagen einfach nur verinnerlichen. Auch das habe ich hier sozusagen mal gemessen, wie viele Apps gibt es überhaupt für die verschiedenen Branchen, die wir hatten. Jetzt sieht man hier im Bereich Gesundheit deutlich am niedrigsten, nämlich nur 3%. Was könnte der Grund sein? Was denkt ihr? Was? Okay, Privacy, breit gedacht wahrscheinlich schon, wegen dem Knowledge Graph. Also wenn ich nach sowas suche wie Heuschnupfen, zeigt Google halt den Knowledge-Graphen an und überhaupt keine Apps. Und ich glaube, das macht Google absichtlich, weil sie nichts falsch machen wollen, weil gerade im Gesundheitsbereich, wenn man irgendwie auf eine App kommt und Google kann das nicht hundertprozentig kontrollieren und das ganze App-Streaming und Deep-Linking ist ja eher jetzt erst einmal im Stehen, wollen sie vielleicht eher den Knowledge-Graph pushen. Aber in den anderen Bereichen sieht man schon, 1 von 10 Ergebnissen hat mindestens eine App-Integration. Und da muss man sich sozusagen darauf vorbereiten. Jetzt komme ich noch zu einem anderen ziemlich coolen Beispiel. Kostümideen. Wenn ich nach Kostümideen suche, in Deutschland ist jetzt natürlich irgendwie Fasching schon vorbei, aber irgendwie nach dem Fasching ist ja vor dem Fasching. Wenn ich jetzt nach Kostümideen suche, ich habe das, wie gesagt, jetzt mal auf google.com gemacht, weil Google dort einfach immer schon ein bisschen weiter ist und auch mehr Integration ausrollt, dann sieht man hier jetzt auf Position 1 popsugar.com. Und wer vorhin aufgepasst hat, gesehen, für Natural Detox hat popsugar.com nicht gut gerankt. Aber habt ihr nur gesehen, wenn ihr aufgepasst habt. Jetzt für Kostümideen rankt popsugar.com auf 1 und savers.com rankt hier auf Position 14. Gucken wir uns die Seite nochmal an. Das ist jetzt popsugar.com. Immer noch Bildergalerien. Bei Popsugar geht es offensichtlich um Bildergalerien. Ja, die haben also eine 60-teilige Bildergalerie, die haben zu jedem Bild eine Kurzbeschreibung, die haben weiterführende Links, die haben unglaublich hohes Social Engagement. Ich versuche daraus zu lesen, die Intention zu dem Keyword Kostümideen is User is Inspiration. Jemand, der nach Kostümideen sucht, möchte inspiriert werden.
Also hier sind ein paar Beispiele zu Positionen von Popsugar.com. Das passt irgendwie alles, ne? Kreative Dress-up-Ideen, Gruppen-Halloween-Ideen, auch irgendwie Trio-Kostüme. Also im Prinzip irgendwie geht es um Inspiration. Jetzt habe ich hier die Seite savers.com, die auch unglaublich bildlastig ist. Ruckelt ein bisschen. Bildlastig und hier zum Beispiel Do-it-yourself, 80s Icon und sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ja? Die haben auch in dem Title-Tag steht auch drin, Do-it-yourself Halloween-Kostüm-Ideen, aber die ranken nicht so gut. Wenn ich mir die Seite angucke, dann sehe ich, das ist ein Shop. Weil zu jedem dieser Bilder sozusagen komme ich nur auf eine Produktseite. Ich kann nur kaufen. Ich habe keine Inspiration in dem Sinne. Ich habe zwar Bilder und auch Text, ne, also nach diesen klassischen SEO-Merkmalen, okay, mehr Text als die andere Seite, irgendwie Bilder und so weiter. Trotzdem ranken die nicht, weil die User-Intention nicht Shopping ist zu dem Keyword Kostümideen. Ihr hattet ja Personas sozusagen vorhin genannt. Das ist genauso eine Sache, die ich mir überlegen muss. Es geht sozusagen jetzt gut gegen böse. Böse in dem Fall sind diejenigen, die im Prinzip nur stur nach Checkliste arbeiten, die sich sagen, ich muss irgendwie das Keyword im Titel haben, ich muss es in der Description haben, ich muss es in der Überschrift haben, ich muss irgendwie Linkbuilding machen, ich muss irgendwie meinen SEO-Text ganz unten verstecken, dass es irgendwie hinhaut. Und dann wundern sie sich, dass sie nicht ranken, weil sie nie darüber nachgedacht haben, ob der Content, den sie produziert haben, überhaupt passt. Das muss man sozusagen überdenken. Wenn man es richtig machen will, dann geht es halt eher darum, dass man überlegt, wie ist die Qualität von meinem Content? Wie ist die User-Intention? Gerne baut man sich Personas und ordnet diesen Personas bestimmten Themen unter. Und ein Shop kann sehr wohl mit inspirationsgetriebenen Themen ranken. Dann dürfen sie aber nicht den Abverkauf sofort triggern, sondern müssen quasi den User erstmal zufriedenstellen. Dann habe ich einen Branding-Effekt, der User kommt wieder. Der User kann sozusagen möglicherweise auch seine E-Mail-Adresse hinterlassen, ich kann einen Cookie setzen, ich kann den retargeten. Diese ganzen Möglichkeiten habe ich. Also wenn ich mit aller Macht und Gewalt gleich versuche, den Abverkauf zu triggern, habe ich den User vielleicht sofort verloren und habe eher einen negativen Branding-Effekt statt einen positiven Branding-Effekt. Und wir haben viele, viele Kunden und Beispiele, die das gemacht haben. Also ein Beispiel im E-Commerce, kann man sich mal Zalando angucken. Die haben ein wahnsinnig großes Content-Team, wo sie halt Einkaufsratgeber schreiben. Ne, also Einkaufsratgeber, wie wähle ich die richtige Jeans aus? Was heißt das? Ne, was gibt es irgendwie Blue Jeans und Stonewash und Skinfit und solche Sachen? Und das wollen Leute, weil ich will nicht nur stumpf kaufen, ich möchte sozusagen auch beraten werden. Das ist eine Sache, die mit dazugehört. Und das ist sozusagen das, was ich euch empfehlen kann. Immer denn, wenn ihr anfangt, euch selber Gedanken zu machen über euren Content, denkt drüber nach, was der Nutzer haben will, ob Text für ihn wichtiger ist, ob Bilder für ihn wichtiger sind, ob Listen, also quasi Aufzählung für ihn wichtig sind. Wenn ich eine Rezepteseite habe, brauche ich eine Aufzählung. Weil wenn ich ein Rezept habe, Apfelkuchen backen zum Beispiel, und ich habe nur einen Volltext und ein Nutzer kommt auf die Seite, dann muss er suchen, wo die Informationen sind. Dann fängt er an zu backen, dann geht er wieder auf die Seite, dann muss er wieder suchen, wo hat er denn aufgehört zu lesen. Das heißt, bei einem Rezept ist doch vollkommen klar, dass das Ganze strukturiert sein muss, ne, mit den Zutaten und Zubereitungen, Schritt 1, 2, 3. Ne, klar, rein, wenn ihr raufguckt, vom Gefühl her wisst ihr das Ganze. Aber macht ihr eure Keyword-Recherche so? Überhaupt nicht. Die Keyword-Recherche ist rein Keyword-getrieben und ihr müsst das Ganze ein bisschen umdrehen, müsst versuchen, Cluster zu bauen. Ich habe jetzt mal ein Beispiel, wie ich ein Cluster bauen würde. Ich habe jetzt hier mal indische Küche und wenn ich mir darüber Gedanken machen würde, würde ich gucken, was in der nächsten Ebene kommt davor, sind es verschiedene Curries, sind es Gewürze, würde dann genauso gucken, was kommt dazu vor und dann würde ich anfangen, Gruppen zu bilden und meinen Text zu bauen. Und das machen die meisten Leute nicht, aber alle, die es mal machen, entweder durch Zufall oder ganz bewusst, verstehen relativ schnell, dass der Content dann deutlich besser funktioniert und deutlich besser rankt, wenn auf einmal die Nutzer viel glücklicher sind. Genau, was heißt es? Zusammenfassung, ihr sollt auf jeden Fall anfangen, datengetriebene Analysen zu machen auf eurem Content. Ihr müsst anfangen, darüber nachzudenken, was der Nutzer eigentlich will. Wie kann man den zufriedenstellen? Wie kann man den Erfolg messen? Das Allereinfachste, was ich euch empfehlen kann, wäre, indem ihr die
Google Search Konsole geht, euch für alle eure Contents die Click-Through-Rates und die in eurem Analytics die Bounce-Rates holt und dann einfach mal eine Analyse der Outlier macht. Welche weichen besonders stark ab? Welche sind also besonders positiv und negativ? Welche sind eher sozusagen Durchschnitt, sind dann quasi euer Benchmark? Und dann fangt ihr mal an zu optimieren. Und ihr werdet sehr, sehr schnell sehen, dass ihr super schnell einen Effekt habt. Ihr habt irgendwas mit Titel habt ihr erwähnt, ne? Warte, habt ihr ein Keyword in den Titel gepackt oder habt ihr den Titel attraktiver gemacht? Mehr Spannung, genau. Also ein super Punkt, also das Title Tag einfach klickfreundlicher machen und schon habt ihr Position gewonnen. Also es heißt jetzt nicht, dass der Titel im Prinzip auf einmal das Keyword drin hatte, sondern das Gegenteil, der war aber spannender und in dem Moment, wo er spannender ist, sieht auch Google, oh, offensichtlich ist das ein besseres Ergebnis und ihr wächst sozusagen in den Suchergebnissen. Das klingt jetzt total trivial, aber ich sag mal, 90% von euch, die wissen es vielleicht, aber in der normalen Arbeit wird es vielleicht noch nicht gelebt. Und das sind Sachen, da möchte ich halt immer wieder anregen. Deswegen bringe ich solche Beispiele. Am Ende führt es sozusagen für mehr Erfolg in allen Kanälen. Genau, vorletzte Folie. Klar, ihr seid natürlich auch hier, weil ihr Searchmetrics nutzt oder nutzen möchtet. Solltet jedenfalls. Klar, was wir machen sozusagen, was unser Ziel ist, einfach immer einen Schritt weitergehen, nachdenklich zu sein. Wir werden nicht die typischen Ranking-Faktoren in diesem Jahr rausbringen, habt ihr euch jetzt sicherlich schon gedacht. Wir gucken uns verschiedenste Branchen an, wirklich mit unterschiedlichem Wettbewerb. Wir werden trotzdem wieder allgemeine Faktoren machen, aber immer die einzelnen Branchen dagegen benchmarken. Wir werden es auch für verschiedene Geräteklassen machen. Desktop, Mobile, wir werden genauso auch mal gucken, wie iOS und Android sich unterscheidet. Wir werden da wahnsinnig viel rein investieren. Und was ich einfach glaube, ist sozusagen, die Zukunft für uns wird sein, viel, was man sozusagen im Moment manuell macht und durch Zufall entdeckt. Wir wollen sozusagen euer Partner sein, das Ganze sozusagen triggern, euch Zeit sparen, euch erfolgreicher machen. Und ich glaube einfach, es sind geile Zeiten, die gerade anbrechen. Ne, ich meine, jeder liest irgendwie jeden dritten Tag über selbstfahrende Autos irgendwelche Nachrichten oder über irgendwelche anderen Automatisierungen, die irgendwo in irgendeiner anderen Industrie schon längst da sind oder besprochen werden. In unserer Industrie ist es genau das Gleiche. Automatisierung, Verbesserung, Intelligenz, Data Science wird Einzug erhalten und wird unser Leben deutlich besser, spannender, schneller und erfolgreicher machen. Und bevor ich sozusagen fertig bin, haut nicht ab. Wir haben jetzt sozusagen noch ein Networking-Event, wo wir im Prinzip alle quatschen können. Ihr könnt mich anquatschen zu den Themen. Bin da total offen für Feedback. Und wir haben natürlich Getränke und hoffentlich noch ein paar andere Sachen für euch vorbereitet. Von daher viel Spaß. Vielen Dank für euer Kommen. Konstantin wird bestimmt gleich wieder sagen, füllt die Survey aus, hilft uns sozusagen, den nächsten Event einfach besser zu machen und deswegen insgesamt von meiner Seite vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an alle Speaker. Danke dir, Markus. Genau. Also ihr könnt natürlich noch Fragen stellen, so ist nicht, ich wollte jetzt nicht euch alle sozusagen hier unterbrechen, so ist nicht, aber von der Zeit her bin ich ein bisschen drüber gewesen. Ja, Title Tags waren gerade Thema. Hat mich interessiert, Description, ist das Ding tot? Stirbt das aus? Was passiert heute? Was macht Google damit? Weil oftmals kommt da ja schon relativ willkürlich was raus. Also das ist natürlich eine gute Frage. Also vielleicht für alle, es geht nicht um den Titel, sondern um die Meta-Description, die Description an sich, die Google anzeigt oder eben nicht anzeigt, weil Google sich eine eigene Description quasi von der Seite holt. Ich glaube, dass man schon darauf achten sollte, dass man eine gute Description hat, aber die nicht mit zu viel Perfektionismus sozusagen immer und immer, immer wieder ändern sollte, weil Google sich relativ häufig eine eigene Description quasi denkt, basierend auf dem Query und dem Content der Seite. Trotzdem aber gehört es dazu, eine gute Description deswegen schon zu haben, weil Titel und Description im Prinzip wie eine Art
Kurzfassung sind von dem, was ich auf meiner Seite anbiete. Ja, wenn ich irgendwie sage, 10 Tipps, wie man irgendwie Eier kocht, ja, und ich habe eine gute Description, wo drin steht, von hart über weich über pochierte Eier, ist einfach super hilfreich. Da muss ich gar nicht gucken, ob mein Keyword drin vorkommt, sondern ich habe einfach was geschafft, was der Nutzer versteht. Und unterschätzt Google nicht. Die werden ja immer besser sozusagen auch darin, den Kontext von der Seite zu verstehen. Ich habe jetzt gar nicht so viel über unsere RankBrain-Studie gesprochen. Kann es gerne mal später machen. Ich habe das vor anderthalb Monaten in den USA mal präsentiert, wo wir halt das Ganze vorgestellt haben. Und Google versteht schon Kontext. Die wissen genau, dass irgendwie pochierte Eier eine extrem kurze Distanz hat, also extrem verwandt ist, zum Beispiel zu irgendwie weichgekochten Eiern, aber vielleicht weiter weg liegt zu hartgekochten Eiern. Also diese Vektoren sozusagen sind denen durchaus bewusst und auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Von daher würde ich das schon machen. Gibt es andere Fragen? Ich meine, jeder von euch wird sicherlich jetzt sagen, hey, was sind denn meine Ranking-Faktoren? Verdammt nochmal, ich bin in, keine Ahnung, im Bereich Reise oder im Bereich Automobil oder so, aber... Wie wichtig sind denn Bounce-Raten für dich und also wie analysierst du das richtig? Hast du da auch so, was weiß ich, in Finance vielleicht auch aussagekräftigen Durchschnitt oder wie machst du das? Oder guckst du das wirklich pro einzelne Seite dann an? Und, ja. Und, also die Frage, da geht darum, wie wichtig ist die Bounce-Rate? In meinen Augen ist die Bounce-Rate immer kontextabhängig zu sehen. Ne, wenn ich bei einem relativ einfachen Thema bin, wo der Nutzer durch eine Antwort zufriedengestellt wird, da darf die Bounce Rate ruhig hoch sein, weil der Nutzer vielleicht überhaupt kein Interesse hat, auf meiner Seite weiter zu navigieren, weil er einfach sofort zufriedengestellt wurde. Kommt der Nutzer jedoch auf eine Produktseite und ich habe eine hohe Bounce Rate, heißt es, der geht ja nie weiter in den Prozess. Dann habe ich sozusagen möglicherweise ein Problem, wenn die Bounce Rate dieser Produktseite viel höher ist als die Bounce Rate aller anderen Produktseiten. Dann habe ich vielleicht die falschen Keywords adressiert, dann habe ich vielleicht dem Nutzer was versprochen durch den Content, den ich nicht liefern kann. Also ein Beispiel könnte sein, ich habe irgendwie einen super geilen Text mit, ich habe irgendwie, bei mir gibt es die billigsten iPhones, dann kommt der Nutzer auf die Seite, aber die Preise sind viel höher als woanders. Habe ich sozusagen was vorgegaukelt, was ich nicht habe, und dann wird die Bounce Rate hundertprozentig ein negatives Nutzersignal sein, weil die Bounce Rate bei allen anderen Seiten zum gleichen Thema viel niedriger sein wird. Wenn die Bounce Rate aber bei allen Wettbewerbern für das Keyword hoch ist, dann ist der Kontext sozusagen so, dass die Bounce Rate ruhig hoch sein darf. Aber wenn ich im Finance-Bereich jetzt bin und ich habe jetzt eine Seite, die negativ heraussticht, dann sollte ich die halt bewusst mal optimieren, weil ich dann irgendwas gemacht habe, was der Nutzer offensichtlich nicht okay findet. Also Bounce Rate, sagt der Google selber, ist kein direkter Ranking-Faktor, ist in meinen Augen aber ein indirekter Ranking-Faktor, weil Google ja den Klickpfad, den Search-Pfad sozusagen sieht. Und wenn sozusagen Google immer mitkriegt, dass ein Wettbewerber, der unter mir rankt, viel mehr und viel länger sozusagen die Nutzer bei sich hat, dann ist es ein eindeutiges Signal, dass meine Seite schlechter ist. Ich habe noch eine Frage zu der User Intention. Das war ja ein wesentliches Merkmal jetzt in der Präsentation. Ja. Für mich scheint es ja so ein bisschen so, dass man die immer nur im Nachhinein feststellen kann, ob man richtig oder falsch lag. Weil ja erst Google uns quasi zeigt, und das ist die Frage, ob ich das richtig verstanden habe, Google zeigt uns erst, ob ich jetzt die falsche User Intention adressiert habe über eine E-Commerce-Seite im Vergleich zur Inspiration. Oder? Also wie kann ich das im Vornherein richtig machen? Oder kriege ich sie erst im Nachhinein raus, dass Google der Meinung ist, dass zur Suche, was war das Beispiel, Customer Ideas, dass da offensichtlich nur Inspirationen gemeint sind. Ja, also was ich damit, okay, guter Punkt, was ich damit zeigen wollte ist, dass wenn ich mit Macht und Gewalt versuche, zu einem Keyword zu ranken und super Content schreibe und super Sachen mache, aber das Falsche bezwecke, ich investiere also wahnsinnig viel Energie in Content und Bilder und so weiter, aber ich will verkaufen, wenn der Nutzer sozusagen nur inspiriert werden möchte, dann habe ich sozusagen in das Falsche investiert. Und für mich als Mensch, ich könnte das herausfinden, ob die Intention Inspiration oder Transaktion
oder vielleicht Retention oder vielleicht Evaluation. Es gibt ja verschiedene, also in der Customer Journey gibt es ja verschiedene Phasen und so weiter, kennen wir ja alle. Und das kann ich sozusagen rausfinden von Hand, indem ich mir zum Beispiel alle Wettbewerber angucke. Mir angucke, was machen die. Typisches Beispiel wäre, such mal nach iPhone 6s online, da wirst du nur Shops finden. Du wirst also, wenn du einen Blog hast, wo im Prinzip nur ein Testbericht draufsteht, wirst du damit nie ranken können, weil die Intention ist Shopping. Also von Hand, also ich als Mensch kann von Hand das Ganze checken. Wir als Searchmetrics versuchen das Ganze zu automatisieren, zu skalieren und so weiter. Das ist quasi unsere Natur, die Daten zu verarbeiten. Aber das ist sozusagen das, was ihr jetzt machen könnt, auch mit Hilfe unserer Suite. Wenn ihr zum Beispiel Content Optimization benutzt als Software oder Content Performance, ziemlich cooler Workflow wäre, einfach das Keyword zu nehmen, was für euch wichtig ist. Ihr geht in die Keyword-Ranking-Seite, ihr guckt euch, wer rankt auf Nummer 1 und dann guckt euch an, für welche anderen Begriffe rankt ihr noch in der Content Performance. Ihr guckt also erst euch ein Keyword an und dann guckt ihr euch an, für welche Keywords rankt der noch. Und dann seht ihr relativ schnell, wofür Google diese Seite als relevant erachtet. Und dann guckt euch an, wie ihr euch mit dem überlappt. Und wenn die Überlappung sozusagen sehr groß ist, dann fallt ihr in die gleiche Intention. Wenn die Überlappung sehr klein ist, dann zum Beispiel nicht. Oder das Einfachste wäre, wie gesagt, guckt euch an, ob zum Beispiel nur Shops ranken zu einem Thema und ihr habt keinen Shop. Naja, dann werdet ihr wahrscheinlich nie relevant werden. Also das sind so die Sachen, wie ich halt vorgehen müsste. Aber das ist nicht mehr diese klassische Keyword-Recherche, wie es früher mal war. Einfach mal alle Keywords nehmen und dann loslegen. Weil das funktioniert nicht. Ne? Ihr habt ja alle, jeder kennt ja Panda von euch und Thin Content und so weiter. Und ich glaube, das ist sozusagen die nächste Stufe. Google versucht wirklich immer weiter, immer besser zu werden und zu gucken, ist der Content, auch wenn er qualitativ mega geil ist, passt der einfach auf das, was der Nutzer am Ende haben wollte. Gibt es noch mehr Fragen? Also wenn nicht, ich habe mega Durst, ein paar Drinks, ja, kann jetzt auf jeden Fall nicht schaden. Und wenn euch trotzdem noch Sachen einfallen, jeder von euch hat ja sozusagen mindestens einen Kontakt zu uns. Mich kann man immer anschreiben unter markus@searchmetrics.com, kann vielleicht nicht immer antworten sofort. Aber also wir leben sozusagen ja von dem Kundenfeedback. Also wir haben viele sozusagen Sachen, die wir realisieren, die basieren einfach auf den Problemen, die unsere Kunden haben. Wir versuchen immer zu verstehen, was haben die überhaupt und warum machen die das Ganze so. Von daher schickt uns euer Feedback, nicht nur zur Veranstaltung, sondern auch zu euren Webseiten, Produkten, Problemen, können wir sehr viel mit anfangen.